Moskau wurde erneut angegriffen. Erneut haben Drohnen das Geschäftszentrum der Stadt Moskau angegriffen. Die lokalen Medien veröffentlichten mehrere Videos von dem nächtlichen Angriff. Eines davon zeigt eine Kamikaze-Drohne, die das Gebäude der Stadt Moskau auf einer Onna zwischen dem 10. und dem 15. Stockwerk trifft. Kamikaze-Drohnen Gripen in der Nacht zum 23. August die Hauptstadt der russischen Föderation an. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, berichtete über die Funktionsweise des Luftverteidigungssystems der Stadt. Ihm zufolge konnte eine Drohne abgeschossen werden, während die zweite das Gebäude der Stadt Moskau traf, das sich noch im Bau befindet. Gleichzeitig berichtete das russische Verteidigungsministerium von 3 Drohnen, von denen 2 zerstört worden seien. Es ist anzumerken, dass Systeme der elektronischen Kriegsführung in der Regel eingesetzt werden, um Drohnen in der russischen Hauptstadt zu bekämpfen. In dieser Hinsicht fallen selbst im Falle einer erfolgreichen Unterdrückung die Drohne und der Sprengstoff herunter und können Schaden anrichten.